Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zum neuen Video. Heute geht es um die Sahara, um Afrika und einen großen Reset, der dort durchgeführt wurde. Es ist ein Indizienprozess, den ich hier führe. Hier sehen wir ein paar Krater in Afrika, die vor allem auch in der Sahara-Wüste extrem vertreten sind. Viele sagen, das sind Meteoriteneinschläge. Es könnten auch atomare Bomben gewesen sein aus einer Zeit vor unserer Menschheit, vor unserer Zivilisation, die jetzt den sogenannten Planeten bewohnt. Ich meine, es sieht schön aus, aber wie können diese Dinge entstehen? Dann haben wir hier auch ein bisschen ja, toxische Ränder, die sich dann bilden. Wie gesagt, die Ausmaße dieser Strukturen sind unglaublich riesig. Ich glaube, das Auge von Afrika sind 40 Kilometer im Durchmesser. Das ist eine Stadt. Ja, hier sehen wir noch ein paar Krater, das Auge von Afrika. Wie gesagt, wir führen ja einen Indizienprozess. Erstmal ein paar Bilder zu den Krater, die Ausmaße, damit man sich mit der Idee ein bisschen anfreundet. Jetzt schauen wir uns die Wüsten auf der Erde an. Wir sehen hier in der Mitte, die Sahara ist sehr groß im Ausmaß, geht rüber bis die Arabische Halbinsel. So, hier haben wir eine alte Karte von Afrika. Ist nicht die beste Qualität, ich habe aber noch ein paar andere. Hier erkennt man keine großartige Wüste, zumindest nicht in dem Ausmaß. Hier haben wir eine andere Karte, ich glaube, die ist aus dem 16. Jahrhundert. Afrika war sehr gut erforscht und wie wir hier erkennen können, laufen hier einige Flüsse durch die Sahara. Ja, da fragt man sich, wann ist die Sahara zur Sahara geworden? Man redet, glaube ich, das hat irgendwie 30 Millionen oder 300 Millionen Jahre gedauert. Ja, auf der Karte aus dem 16. Jahrhundert ist davon nichts zu sehen. Hier haben wir auch nochmal eine Karte. Nicht die beste Qualität, aber das ist das Beste, was ich finden konnte. Wir haben hier Flussläufe ohne Ende und es sieht sehr, ja, wässrig aus. Hier auch nochmal vielleicht eine bessere Qualität. Man sieht hier Tiere eingezeichnet. Ich nehme an, das sind Tiger. Ja, verschiedenste Tiere, Flussläufe. Da fragt man sich schon, warum ist das jetzt alles Wüste? Hier haben wir noch eine alte Karte. Nicht ganz so genau zu erkennen, nicht ganz so detailreich. Hier ist schon von Sahara Desert ja so ein bisschen die Rede, aber das Ausmaß ist natürlich nicht zu vergleichen. Auch haben wir hier Flussläufe durchlaufen durch den Hauptteil der heutigen Sahara. Ja, kommen wir nun zu einem Buchausschnitt. Das sind so ein paar Sachen, die ich gefunden habe. Da wird davon geredet, die nubische Geografie, also Sahara, Nubien liegt direkt drin. Fühlt sich genauso im Sommer genauso an wie am Nil. Because of the melting of the snow upon Mount Atlas. So, der Schnee, der schmilzt auf dem Mount Atlas. Und der macht die Felder as fruitful as Egypt. So fruchtbar wie in Ägypten. Was man hier rauslesen kann, ist natürlich, dass in Ägypten, wo auch alles wüst ist, ja, Flussläufe sind und es war dort auch extrem grün in einer Zeit, die nicht so lang her ist, wie uns das die offizielle Wissenschaft weismachen möchte. Und da ist die Rede, dass es in Nubien genauso fruchtvoll war wie in Ägypten. Das heißt, es muss in beiden grüne Vegetation gegeben haben. So, dann haben wir hier eine Karte von Libyen, quasi den Norden Afrika. Ja, Espagne Pass, hier ist Spanien. Südeuropa, hier sieht man noch die italienische Insel, Sizilien und so weiter und so fort. Sardinien. Wie man hier erkennen kann, sind in der Sahara auf dieser Karte, die ist von 1570, Seen, Flüsse, Städte ohne Ende an den Flussläufen und alles in der Sahara auf einer Karte, die ja, 300, 400 Jahre alt ist. Man kann hier ziemlich deutlich die Städte erkennen, die alle in der Sahara sind. Eine schöne Karte, wie ich finde, auch sehr gut erhalten und gute Qualität. Und wie gesagt, Flussläufe, Seen ohne Ende. Also es muss ein fruchtbares Land gewesen sein damals. Hier haben wir nochmal einen Vergleich. Die linke Karte ist von 1570. Afrika ist ja, erforscht. Man kennt die Flussläufe, man kennt die Städte, die Küsten sowieso, auch was innerhalb Afrika passiert. Und die rechte Karte ist von 1802. Das heißt, irgendwo zwischen 1570 und 1802 wurde Afrika rückgesetzt.
Ein Reset in Afrika hat stattgefunden. Das erkenne ich hier raus. Wie gesagt, es ist ein Indizienprozess. Beweisen fällt bei solchen Sachen immer schwer. Was ihr darüber denkt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare verfassen. Irgendwo zwischen 16. und 18. Jahrhundert ist ein Reset geschehen. Und das sehen wir auch an den Google Ingrams, zu dem wir jetzt kommen. Beweist hier Google, dass es die Sahara erst seit 1800 gibt. Hier sehen wir unter dem Begriff Sahara-Wüste beim Google Books Ingram Viewer, dass das erste Mal die Sahara-Wüste erst so 1843 in Büchern erwähnt wurde. Wenn wir das in Englisch suchen, dann im Englischen auch erst in ungefähr derselben Zeit. Ja, kurz zu dem Ingram Viewer. Der Google Ingram Viewer untersucht mittels Data Mining, wie häufig in gedruckten Publikationen der letzten 500 Jahre ausgesuchte Wortfolgen, sogenannte Ingrams, gebraucht werden. Der Benutzer kann Ingrams nach Belieben eingeben und ihre Gebrauchsfrequenz miteinander vergleichen. Das Programm wird verwendet, um anhand von Sprachgebrauchsfrequenzen Überlegungen über soziale, kulturelle und technische Veränderungen empirisch zu prüfen. Die Darstellung erfolgt visuell und so weiter und so fort. Das bedeutet, wie oft wurde das Wort verwendet, in welchen Jahrhunderten. Und wenn wir es in Deutsch suchen, German 1500 bis 2019, taucht es erst 1844 auf. Wenn wir es in Englisch suchen, in den Büchern, haben wir das erste Mal 1832. Hat davor die Sahara-Wüste nicht existiert? Warum wurde die nie in früheren Schriften erwähnt? Dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.